Oh, moin moin, liebe Leute, herzlich willkommen. Seid gegrüßt. Na, wo bleibt das Bild? Wo bleibt es denn? Es ist doch. Ja, seid gegrüßt. Neue Runde vom, vom Supermarket Simulator von Fett Super Discount. Der neue Tag ist geöffnet. Level 28 haben wir aktuell. Und gut gefüllte Regale. Sind immer noch so ein bisschen am Umräumen. Wir sind noch nicht komplett fertig. Suchen noch so ein bisschen solche platzfressenden Produkte rauszufinden. Aber hier geht das mittlerweile, ne? Also ich finde das hier ziemlich gut aus. Da kann man nicht meckern. Wie gesagt, der Tee soll hier noch raus. Dann hätten wir hier noch ein Regal frei. Hätten wir ja auch vier Regale, also drei, ne? Da ist eins, vier Regale, haben wir dann frei. In der Kühlung sortieren wir auch aktuell so ein bisschen oben, haben wir dann auch was frei. Wir können dann dementsprechend wahrscheinlich schon mal so ein bisschen gucken. Das wäre die nächste Lizenz. Die kostet nämlich knapp 3000. Sind schon deutlich mehr. Ne, die sind noch nicht freigeschaltet. 3000 für die nächste. Da ist... Was ist das? Soße. Schokoladeneis. Ketchup, Mayo. Pizzakäse. Also neuer hier scharfe Soße. Und Krabbensticks, wenn ich das richtig lese. Also, ne, das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Als nächstes werde ich versuchen, die nächste Lizenz. Ich glaube, wir kriegen das noch alles unter. Weil ich immer noch so ein bisschen, ne, wir haben noch viel zu viel Wasserregale. Da können wir immer jeweils zwei freischaufeln. Drei Regale würde ich gerne behalten. So 24 in der Auslage vorne finde ich gut. Deswegen, man kann halt auch echt, glaube auch Getränke. Wir könnten überlegen, eine Reihe Cola raus, eine Reihe von dem grünen Soda raus, eine Reihe Wasser rein, eine Wasser raus und dann sind die beiden leer. Denn wie gesagt, Wechselgeld. Ach. Ein paar Pommes. Ich habe ja schon von Marina gehört. Sie hat nachher ja schon, also sie ist ja levelmäßig logischerweise schon deutlich weiter. Und die Leute kaufen dann halt einfach mehr, ne? Eine größere Ladenfläche bringen wir wahrscheinlich nicht viel mehr. Ich weiß nicht, ob dann auch mehr Kunden kommen. Ich kenne nicht die Spielmechanik, die dahinter genau hängt, ab wann mehr Kunden in den Laden kommen. Ob Lizenz oder ab Ladengröße, ich weiß es noch nicht genau. Ich denke, das hat auch vielleicht ein Zusammenspiel von allen so ein bisschen, ne? Oh ja, danke. Gucken über 133,90. Vorher muss man über 20, 30 Euro gefreut. Jetzt hauen die hier teilweise echt richtig rein. Und das wird mit der nächsten Lizenz dann wahrscheinlich noch besser. Ja, was fehlt denn da komplett? Warte, was ist das hier? Nee. Ach nee, das ist einmal Sushi, ne? Wo ist Sushi? Kleines Sushi. Da würde ich natürlich auch noch mal ein bisschen, dass die nebeneinander sind, die beiden großen. Da müsste man die jetzt wieder rausräumen, aber komm, anderes Mal, ne? Los. Aber mal Verdacht der Taste drücken, bevor man überhaupt was gesehen hat.
auch 95. Großbaustellen. Noch eigentlich noch brauchbar aus, irgendwie alles. Ernsthaft. So mögen wir das. Dann noch mit Karte zahlen. Perfekt. Ja, also das muss hier raus. Also der muss irgendwie darüber, die nebeneinander. Wird mir besser gefallen. Einstellung. Mal schauen, ob ein Tag, ob du dadurch mehr Kunden erhältst. Zu Beginn vom Spiel hattest du ja auch mehr Durchsatz, als die Preise niedriger waren. Als ich immer unter Marktpreis war, ne? Ja, ist durchaus denkbar, dass es so ist. Aber hast du Vor- und Nachteile, ne? Im Nachteil fällt mir auf jeden Fall gleich ein, dass wir noch mehr hin und her räumen müssen. Milch wird weniger, aber Milch dürfen wir eigentlich noch im Lager haben. Nee, nur bisher nicht aufgefüllt. Hier liegt ja auch immer noch so ein Paket rum. Ne, warte mal, das war ja ungeschickt. Sind doch die gleichen Kartons, oder nicht? So, das ist schon ein bisschen schöner. Was steht hier denn noch? Ja, geht gleich los. Letzten Kunden stehen, wo bei mir war. Die Auffüller brauchen eh noch ein bisschen. Ups. Ja, teuer, ne? Auch hier ist Fleisch und so dazugekommen. Das kostet schon ordentlich Geld. Mal gucken, haben wir ein leeres Paket Tee?
Eindeutig nicht. Schon. Ich meine, gut, Apfelsaft, das und hier den Saft, den müssen wir auch mal sehen, dass wir es hier rauskriegen. Das ist nicht besonders viel. Ach, was sucht er jetzt so lange? Ich glaube, er hat sich gebackt, oder? Ich glaube, der tut heute nicht mehr so viel. Das ist der andere Kollege, der läuft zumindest noch. Ja, können wir schon mal gucken, ne? Es wird wieder teuer werden. So, noch nicht, also Gefühl sind nicht wirklich, also sind nicht mehr orange geworden, ne? Es ist also nicht besser geworden bisher. Apfelsaft sind angeblich nur 5 auf Lager. Das Ding ist, wir haben hier vorne 24, das heißt, wir bräuchten hinten 48, ne? Ist auch nicht mal so eben erledigt. So, Sushi. Das ist ja eigentlich auch aktuell nicht hin, keine Ahnung. Große Sushi. Kleine Sushi kommt ja gleich wieder, ne? Haben schon Platz für gefunden. Nehmen wir hier oben. Naja, was ist mit ihm? Also. Wasserflaschen, also Wasserflaschen nehmen wir erstmal nicht wieder mit rein, das muss erstmal weniger werden. Wie gesagt, bei einigen macht das auch einfach keinen Sinn und kaufen davon so viel ein. Sieht man mal wieder, wie nichts übrig bleibt. Wir müssen für 2000 Ware nachbestellen. Praktisch null gewinnen, also ne? War unglaublich. Rechnung haben wir schon bezahlt. Oh, er läuft wieder. Thank you.
Fehlt auch noch einiges von Käse. Moin Moin, danke fürs Reinschalten. Nur nicht so viele Getränke. Oh, ich glaube, das könnte funktionieren. Ich will schon mal einen rausnehmen. Auch nicht so viele drin. Ne? Ich glaube, es reicht nicht, ne? Doch, reicht auch. Perfekt. Hätten wir es auch schon mal. Jetzt muss ich die Cola nur von hier nach unten kriegen oder so. Oder halt auch noch einmal Cola leer bekommen. Oder wir bestellen einfach das Wasser für morgen neu und können wir da umsortieren. Jetzt haben wir noch 24 hier und nicht mehr irgendwie 48, weil 48 macht keinen Sinn. Da musst du 96 im Lager haben, dafür, dass es bestimmt, ne, zufrieden ist. Nice. Zu den 90s. So. Haben wir. Ja, Kartoffeln müssen wir am nächsten Tag ordentlich bestellen. Zucker, da geht da nicht mehr rein. Aufgefüllt haben die. Nee, nicht alles. Haben wir Feierabend gemacht, ne? Ja, haben keinen Bock mehr. Wasser hast du angefangen, eine Karton im Lager. Ja, zwei Stück. Problem ist nur, obwohl ich könnte das natürlich hier zwischenlagern, ne? Jetzt habe ich natürlich so einen Karton voll. Alter, da passen aber viele rein. Oh nein, das ist wieder so ein ekliger Karton, den ich nicht loswerden kann. Doch, konnte ich wohl. Jetzt haben die natürlich schon wieder aufgefüllt in der Zwischenzeit, die Spieler. Schmeißen die mir die Kartons wieder weg. Das geht so nicht. Das war keine gute Idee. Machen wir am nächsten Morgen nochmal mit neuen Kartons. Weil das soll hier auch nicht rein, das ist ja Schwachsinn. Hier eine Flasche von diesem Cola nach unten, dann eine Flasche von dem und eine Reihe von dem Wasser. Dann hätten wir die beiden komplett leer. Ja, so machen wir das. Machen wir am nächsten Morgen. Tag ist zu Ende. So. Tag 51 hat sich erledigt. Flippt. Boah, fallende Preise. Wir müssen jetzt nur aufpassen, weil ich jetzt die Ware neu bestelle. Ich kaufe jetzt einfach nochmal so einen Cola-Karton und von den Wasser jeweils, ne? Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir da jetzt gerade vor sind, aber es ist dann so. Nützt nix. Bestellung war doch auch schon, ne? Hatte ich doch schon alles Mögliche in den Warenkorb gepackt.
Boah, wie ätzend. Wieso Spiel abgestürzt? Wegen Mods? Aber deswegen ruhig diesen hier, diesen Backup-Mod mit reinpacken. Da ist auch so ein Safe-Game-Manager-Mod mit drin, wo man mehrere Safe-Games ablegen kann, falls tatsächlich mal noch was schief geht. Bisschen leiser vielleicht. Kindergarten. Wieso habe ich denn Suzu-Zucker bestellt? Wie viel wollen wir davon noch lagern? Oh ne, das kommt da unten rein. Ich habe gerade gesehen, in dem einen war auch nur ein Ja, ich weiß, dass ich sofort das Etikett entfernen muss. Ging nur in dem Moment nicht. Ich konnte den Karton zuerst nicht auf den Boden ablegen. Und dann hatte ich keine Chance mehr, bis der Auffüller da war und schon wieder neuen Stuff reingeräumt hat, ne? Was das angeht, sind sie ja gar nicht mal so langsam. Ja, wir kriegen das hin, auch wenn es einen Tag länger dauert. Nicht so schlimm. So. Aber ich sehe auch, die Zeit rennt schon wieder, Leute. Pommes. Hier noch Gefrierzeugs habe ich hier, ne? Na, da sind Pommes gewesen. Pizza. Nehmen die Pommes. Schoko. Habe ich jetzt keinen Platz mehr, ne? Brauchen wir aber ehrlich gesagt ein bisschen mehr Stauraum. Diese neuen Sachen, die habe ich noch nicht so richtig sinnig wegsortiert, oder? Lade. Mit Kaffee. Süßigkeiten. Ich weiß auch nicht, ob die Auffüller immer tatsächlich das leerste Paket sich greifen oder ob sie einfach per Zufall irgendein Paket greifen. Was habe ich hier denn jetzt Hähnchen reingetan? Das macht ja auch keinen Sinn. Was sag ich mit den Kartoffeln? Ich habe schon lange keine Kartoffeln geordert. Sind die leer? Auch echt eine Menge hier. Weiß nicht, warum man die Lieferung nicht hier hinpackt beim Lager. Das wäre viel praktischer. Und die Mozzarella ist hier drüben irgendwo, ne? Mozzarella. Nochmal Schoki.
kurz sogar. Nochmal Pablo. Kotelett. Kotelett haben wir auch noch nicht im. Ach, weiß ich nicht. Ist mit dem Toast hier ein bisschen blöd hier drüben irgendwie. Kommt erstmal dahin, unsere neue Fleischsorte. Ist natürlich langfristig gesehen dämlich da oben. Passt nicht so thematisch. Aber bleibt jetzt erstmal da. So. Dann haben wir es geschafft. Dann können wir gleich wieder gucken, was brauchen wir noch Neues, ne? Aber jetzt werde ich erst nochmal Wasser bestellen, damit wir das dann noch machen. Machen wir bei der nächsten Folge, Leute. Umbau hier in der Regalwirtschaft. Weiter Platz schaffen für neue nächste Lizenzen. Und ein bisschen weniger Lagerhaltung, ne? Genau. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Vielen Dank und tschüss.